Die neue Sammlung besitzt eine sehr umfangreiche und eine sehr bedeutende Sammlung an Toastern, also an elektrischen Apparaten zum Rösten von Brot. Wir haben etwa 200 Exemplare in unserer Sammlung aus verschiedenen Ländern und sind in der Lage, die Geschichte der Entwicklung von Toastern seit dem Beginn bis heute zu erzählen. Der Toaster wurde 1908 patentiert von der amerikanischen Firma General Electric. Und der Toaster ist ein Beispiel der frühen elektrischen Geräte in Haushalten vor dem Kontext der Elektrifizierung von Haushalten seit Ende des 19. Jahrhunderts. Die Firma, die diesen schönen, eleganten Toaster hergestellt hat, war eine amerikanische Firma namens Lenders, Frary und Clark. Und diese Firma gehörte zu den ersten amerikanischen Unternehmen, die elektrische Haushaltsgeräte hergestellt haben. Dieses Exemplar zählt vermutlich zu den elegantesten Entwürfen. Sie sehen eine sehr filigrane, eine sehr zierliche Form. Sie sehen Verzierungen an den Griffen wie Ohrgehänge aus Bakelit. Sie sehen aber auch namensgebend dann diesen herzförmigen Korb, in den dann das Brot eingesteckt wurde. Dieser Schönheit der Gestaltung entspricht die Ausgefeiltheit der Mechanik. Sie sehen zwei Knöpfe, die die Vorder- und die Rückseite des jeweiligen Toastkorbes bedienen. Drückt man auf einen Knopf, schwenkt der Korb aus und das Brot kann eingesteckt werden. Lässt man den Knopf wieder los, schwenkt der Korb zurück. Drückt man erneut auf den Knopf, so dreht sich der Korb in entgegengesetzter Richtung, sodass von beiden Seiten das Brot geröstet werden kann. Die Schönheit des Toasters richtete sich damals sehr bewusst an eine weibliche Kundschaft. Klassischerweise wurde der Haushalt von Hausfrauen geführt und insofern war sozusagen das Kaufinteresse dann an die weibliche Kundschaft gerichtet. Spätestens seit den 50er Jahren ist der Toaster ein Massenprodukt geworden. Und dieses Massenprodukt zeigt, dass Alltagsgebrauch sehr gut einhergehen kann mit gutem Design.